So, ich stehe jetzt hier mit Herrn Schlegel in der Küche vom Fürstenhof in Leipzig. Herr Schlegel, was machen Sie da gerade? Wir probieren ein neues Gericht aus. Ab heute Abend kommt als Zwischengericht Taube, Brandtaube, auf die Karte. Und dazu gibt es schöne, junge Schnibbelbohnen, nenne ich sie. Also Breitbandbohnen, ganz prima, ganz dezent im Geschmack. Trüffel wird es dazu geben und sicherlich auch etwas mit Eigelb und Textur. Jetzt sagen Sie doch mal, wie ist denn so Ihr Werdegang gewesen, bevor Sie jetzt hier im Fürstenhof aufgeschlagen sind? Ja, ich bin ein bisschen rumgekommen in der Welt, sagt man, braucht man als Koch. Und das habe ich mir also da auch angenommen, nicht zuletzt, deswegen habe ich den Beruf ausgewählt. Bin also in der Schweiz gewesen, lange Zeit, im deutschsprachigen. In erster Linie immer in den diversen Ecken zu den italienischen oder französischsprachigen Kantonen. Und ja, habe dort in der Sterne-Gastronomie dort gearbeitet. Nicht zuletzt eben auch in anderen Ländern gewesen, in den USA oder Finnland. Und ja, habe dort im Prinzip eigentlich meine Lehre noch vervollkommen und dort eben die verschiedenen Stile studieren, sowie Philosophien. Mhm. Und ja, mich dann schlussendlich auch für meine eigene Richtung entscheiden können. Apropos eigene Richtung, was ist denn so Ihre eigene Richtung? Also ich mag es gerne, neben den ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, trotzdem ehrlich, es muss klar sein, was auf dem Teller ist. Französisch als Basis, da ist nun mal der Ursprung einer jeden Küche, die ich finde. Und nicht zuletzt, auf jeden Fall aber auch zeitgemäß. Und da bediene ich mich gerne aus allen handwerklichen Elementen der diversen Stile, um dann eben auch meinen eigenen zu kreieren. Wunderbar. Vielen Dank erstmal, Herr Schlegel, und noch viel Glück. Gerne, danke schön. Danke.